Ja, ich nehme es auf. Und ich hoffe, ich nehme das jetzt da auch auf. Weil ich sehe nicht. Also, Fraps hat gerade Ruckelprobleme. So, jetzt ist es wieder gut. Fraps hat irgendwie Probleme mit diesem Spiel. Da ist manchmal auch die Performance nicht gerade so gut. Und dadurch sehe ich keine FPS-Anzeige, die eigentlich da sein müsste. Also. Überlegen, überlegen, überlegen. Irgendwo hier gibt es. Mal hier hin. Jetzt geht die Kamera wieder. Ein BF Infection. Nehmen wir das mal. Das ist noch re relativ schnelles Auto. Hat so ein Ultraleichtfahrzeug. So. Es ist Clucking Bell Werbung. Also den Chicken Laden. Chicken Restaurant. Ja, hier gibt es halt eher nichts. Die lustigen Sachen sind hier drüben. Zum ersten Mal müssen wir hier hin. So. Und einen Flammenwerfer. Kommen wir hier irgendwo auf die Straße hier links? So ein Quad hat's hier auch, aha. So, nach oben, back obey und. Es regnet immer in diesem Spiel. Das nervt eben. Also ich wirklich früher konnte ich fast nicht spielen, weil alles geleckt hat. So, wie ihr seht, das ist doch auch irgendwie mysteriös. Also, vielleicht ist es einfach so passiert. Aber hier drunten sieht man durch. Und jo, der Stein von an sich ist auch ein bisschen. Ja, offensichtlich, also natürlich kann das einfach so passiert sein, aber es hat schon irgendwas Mysteriöses dran oder ist dreckig dran. So, und hier unten haben wir einen speziellen See, da hat Rockstar sich extrem viel Unmühe gemacht, wenn man hier jetzt zum Beispiel ein Auto hinstellt. So. Und man geht hier rein und schaut raus aus dem Wasser. Seht ihr das Auto noch? Man sieht es erst jetzt. So sieht man es nicht. So ist es nicht dort. Also hier drüben bei der Hand, bei der rechten Hand sollte eigentlich das Auto sein. Aber wenn ihr es so seht. Also, wenn ihr es so seht. Das Auto verschwindet. Da hat sich Rockstar nur in diesem See, also das ist wirklich nur in diesem See, ein bisschen komische Sachen erlaubt. Also der See ist sehr mysteriös. Hier hatten sich auch sehr viele Mythen um den See gehandelt. Und ja, halt. Weil er halt so einzigartig ist. Das ist nur ein einzelner See und jo, schon ein bisschen sehr arg. Ja, und jetzt kommen wir wieder zu einem aber nicht so gewollten Easter Egg. Und das Easter Egg ist beim Campingplatz. Da muss ich irgendwie hier. Ich muss kurz was trinken. So. Hier in diesem Haus ist nichts.
hier runter. Nicht in den... ins Meer. Muss ich nochmals kurz kommen. Bisschen weggehen. Hier steht meistens eine Person, die fotografiert so schön. Ja, weil sie andere Probleme nicht hat. Oder? Schön fotografieren. Ja, ein paar Bilder machen. Wow, schönes Hotel und so. Genau. Und dann einfach diese Person läuft einfach davon. Wahrscheinlich einfach ein Wegfindungsproblem. Und ins Wasser. Schöne Erinnerungsfotos machen und dann sich umbringen. Ist nicht gerade schön. Das wollte ich nicht, sorry. Ich wollte nur ausprobieren, ob die zerstörbar sind, aber nein, sie sind nicht zerstörbar. Nehmen wir lieber den Monster Truck, der ist immer hier. Dann könnt ihr hier schön dazu benutzen, ein paar Autos flach zu fahren. Ja, das war ich nicht. Da war ich wirklich nicht schuld. Bekomme ich einfach noch einen Stern. Da war ich wirklich nicht schuld. So, weitere Easter Eggs gibt es in Los Andes genüge. Jetzt haben wir schon mal ein paar ländliche Regionen gemacht. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht entweder noch mehr Sterne oder sterben oder sonst irgendwas bekommen. Die der Sachs. Schauen wir mal hier in den Villen nach, ab da hier ist nichts. Außer ein Rasenmäher irgendwo. Sonst müssen wir schon ein bisschen hier runter gehen irgendwo. Ah, man kann nicht springen. Irgendwo hat es doch hier irgendwo einen Stern. Ich muss mir überlegen, wo der Stern ist. Ja, das ist nicht gerade so gut. Ah, da haben wir ein weiteres Easter Egg. Überall in der Stadt gibt es solche... Ja, Get Rid of Old Rubbish Fast True Crime Street Cleaners. Das ist ein... Anspielung an True Crime, also True Crime, sondern Grimme, Grotte Grime, und Street, irgendetwas, also, es ist eine Anspielung auf ein anderes Game, wo halt Konkurrent zu GTA San Andreas ist, dann haben sie es ein bisschen veräppelt. So, gehen wir am besten in die So, wir haben schon 3 Sterne, das ist nicht gut. Ich brauche ein anderes Fahrzeug. Schnell bitte. Ach komm, schneller, schneller. Ich will nicht schon wieder verlieren. Nein! Oh, das Auto hätte mich so fast das End bedeutet. Ups. So. Habt ihr es gesehen? 2 Easter Eggs waren hier. Die zeige ich euch nachher gleich. So, und hier ist ja die Villa von Michael. Sollte das sein wahrscheinlich. Aber das ist ein anderes Game. Und es leckt einfach sehr. Keine Ahnung, wieso es so leckt. Oder nur das Auto so extrem herumspinnt.
Wegen dem Pneus. Fortschritte bei Dennis. Ins Minus. Aha. Nein, 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 nein. Geh rein. Puh. Shit. Okay, die schießen. Ah, die Groove Street Gang schießt hier ein bisschen. Aha. Ich dachte, man kann die anheuern. Aber scheinbar nicht. Wir sind ja mit der Kamera bewaffnet. Ach komm schon, irgendwo ist die Kamera. Hier. So. Ah ja, wird's gleich dunkel. Ihr seht, hier ist nirgends ein Graffiti zu sehen. An den Mauern, oder? Und wenn es dunkel wird, werden hier Graffitis erscheinen. Aber das dann später, wenn es dunkel ist. Jetzt gehen wir zuerst einmal hinein in die gute Stube. Das ist eine Anspielung an, glaube ich, Buffy im Band der Dämonen oder irgendwas anderes. An ein offenes Grab, Pizza Cardonos und einen Fernseher. Und hier sind jetzt die Graffitis. Plötzlich sind hier Graffitis, die waren vorher nicht da. Hier ist eins, hier ist eins. Okay, Cox. Und hier drüben leuchtet die Mauer. Seht ihr? Hier habe ich ja geschaut, war kein Graffitis. Und jetzt ist Feminist for Life hier. Jo, sonst gibt es auf dem Friedhof, glaube ich, nichts mehr. Jetzt gehen wir mal rüber zum Calvin Klein. Auch eine Anspielung an Calvin Klein. Eine Modemarke, oder was ist das? Ah, Parfüm, glaube ich. Chopper. So. Wo ist es? Hier ist. Ja. Ah, Calvin Klon. Viel Blend. Also Calvin Klein Verarsche. Und ihr habt es gesehen. Grotti. Die Hasen Ferrari Verarsche. Ah, Bad Dog. Das ist ein Hauptcharakter. Und hier ist sogar noch Low Fist von GTA Vice City. Außerdem hat es noch dort vorne. Das wollte ich nicht, sorry. Dort vorne hat es noch einen Film von CJ. Ich glaube, die Sharker heißt er oder so. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Hier gibt es noch Cover von Vice City. Und hier die Sharker mit CJ oder einem anderen Schwarzkopf. Sorry für den Namen. Also schwarzhäutiger. Schwarzhäutiger, meine ich natürlich. So. Das ist auch sehr mysteriös. Hier gibt es auch keine Lichtquelle und es ist so hell. Nirgends gibt es hier eine Lichtquelle und es ist extrem hell. Also mehrere Lichtbugs hat Rockstar hier eingebaut. Also ungewollt. Dort oben auch wieder ein Licht, wo keine Lichtquelle hat.
Turm. So, und... dieses Gebäude sieht mir auch irgendwie ein bisschen komisch aus. Gehen wir mal in CJ's Villa. Das ist diese hier. Dort gibt es auch mehrere Anspielungen, lustige Sachen. Ich weiß nicht, ob sie... Nein, sie sind nur in einer Mission da. Jemand schaut fern. Und im Fernseher läuft irgendwas, oder... ich weiß es jetzt nicht genau. Irgendwie eine Anspielung auch. Ja, es heißt Mad Dogs Bude, aber Mad Dog hat die Villa bekommen von CJ. Deshalb heißt sie einfach Mad Dogs Bude. Aber sie ist CJs Hauptquartier. So. Ist nix. Scheinbar muss ich noch ein bisschen laufen. Ah, das ist hier. Okay, wir sind einfach falsch reingegangen. Wo ist das Fitnessstudio? Ich muss mal ins Fitnessstudio. Diese Automaten kann man übrigens spielen. Hier ist die Küche, aha. Das sind Granaten. 20, aha. Wie heißt die schon wieder? Candy Sachs. Glaube ich. Die heißt Candy Sachs. Sehr schöne Frau. So. Die müsste schon uralt sein. Naja, 10 Jahre älter als in Vice City. Ja, da steht nichts drauf. Hier ist es zwar extrem dunkel, obwohl Licht in der Nähe ist. Ja, hier glaube ich, haben sie Fernsehen geschaut und da lief irgendwas. Man musste sich hier reinschleichen und die Villa zurückerobern. Unzerstörbar. Ah, hier ist die Halle. Irgendwas ist mit dem Ball nicht ganz so. Richtig. Und hier hat es auch Fitnessgeräte. Ha? Ja, ich muss die Taste loslassen. Ja, 2 Punkte, Wuff, schade. Ja, ich möchte beenden. So. Oh Mist, ich weiß nicht mehr, was genau hier war, aber etwas Lustiges. Ist irgendwie hier ein unsichtbares Fahrzeug oder so? Irgendwas ist hier ganz buggy. In einer Mission oder was, oder irgendwas, war hier ein unsichtbares Fahrzeug und ein Fahrzeug in einem Interieur. Ist ein bisschen merkwürdig, oder? Ich weiß es nicht mehr. Oder vielleicht ist es auch zufällig, also. Aber ich kann irgendwas sagen, dass hier irgendwas war, wo nicht gerade sehr vertrauenswürdig in einem Fitnessstudio ist. So. Hier ist ein Jungkleidekabinen. Also dann haben wir das. Und gleich wird es wieder spannender. Sorry dafür, aber die Villa ist recht groß und er kann nicht mehr rennen. So, hier gibt es auch ein paar lustige.
Hier ist sogar ein Go-Kart, aber das hat so eine schreckliche Steuerung. Da muss man, puh, aufpassen. Denken, Drago, denken. Ah, ein Polizeirevier, das weiß ich. Es leckt ein wenig, sorry dafür. Bevor ich nachher noch eine Aufnahmepause mache und weitermache, will ich noch kurz zwei Sachen zeigen, die mysteriös sind. Eines ist zum Beispiel, wo ist das? Wo ist das? Okay, machen wir das kurz hier mit dem Polizeirevier. Oh ja. Ich hoffe, kommen nicht allzu viele. Hier hinten wird einer zusammengeschlagen vom Polizisten. Das ist auch irgendwelche... Shit, wir haben uns doch versemmelt. Habt ihr es gesehen, mit einer zusammengeschlagen, wenn man es nicht rettet. Aua! Dann wird er natürlich zusammengeschlagen. So, okay. Wir haben kaputte Pneus. Kaputte Reifen. Oh mein Gott. Nein, bitte nicht. Helikopter, geh weg. Die machen Schaden. Nein, bitte nicht. Nicht so viele. Nicht so viele. Nein. Shit. Schon wieder Pneu kaputt, oder? Nein, nicht. Karte? Na toll. Ah, Mist, Lex. Das ist Fraps, also ohne Fraps läuft es sehr flüssig. So, haben wir es geschafft. Jetzt müssen wir nur noch rein. Oh, schon wieder 3 Sterne gehabt. Es ist nicht leicht als Gangster. Oder als Fotograf. Als Paparazzi. Ah je. Yeah. So. Ich wollte nicht rausgehen. Ich wollte... tunen. Muss man mit Enter. Nein. Mit E. Oder mit Leertaste. Ja, mit Leertaste. Ein bisschen etwas Schönes machen. Rot. Nitro-Räder. Hydraulik. Man kann hier nicht so viel tunen, schade. Aber einfach rot mal machen. So, also zwei Sachen möchte ich euch noch zeigen. Ich kurz mal Fraps neu starten. So.
Eine Sache ist hier irgendwo. Nein, das ist nicht hier vorne, das ist weiter nach rechts. Hier ist ja die Boulevard. Die Star-Ding, da Star Road. Nein, es war nicht hier. Karte. War es hier? Ah ja. Hier gibt's ein paar Gebäude, die ein bisschen, ja, lustig sind. Punkt, Punkt, Punkt and Cut. Das muss ein Filmladegeschäft sein, hat noch einen interessanten Namen. Monsieur Trousses hat auch einen interessanten Namen. Sop. Sop de Dotses. Hippie Lady. China Food. Abstract Grooves. Blob Musik. Blob. Blob Musik. Und hier hat's den Donut Shop, wo die korrupten Bullen ihre Ding essen. Sticky Ring. Ist ja auch irgendwie ein bisschen pervers, habe ich das Gefühl. Gravy Train, also es gibt sehr lustige. Zuzus Pedals, das ist wahrscheinlich ein Fahrradshop. Irgendwas ist das. So, Weinwigs. Disco Warehaus. Aha. Burger King möchte ich gerne noch sehen. Hier hat es zum Beispiel auch einen Plattenladen. Vinyls Countdown. So, also da, die zweite Sache, da müssen wir ein bisschen reisen. Die ist muss ich kurz denken. Hier irgendwo. Wir gehen einfach mal hier hin. Hier gibt es auch noch ein Einkaufszentrum, aber da ist eigentlich nicht viel los. Ein paar Shops, wir könnten mal durch das Einkaufszentrum gehen. So. Aber eben oben sind ein paar Shops, die einfach nichts haben. Keine Beschriftung. Unten auch. Was hat er gesagt? Crazy Piper? Diaper? Keine Ahnung. Jetzt auch ein Kino. Ah, jetzt auch ein Laden. So. Oh, Cock-O-Pops. Und Monkey Sweets Freshly Squeezed Taste of Parasites. Drück die Parasiten weg, oder was? Big Logs Coco Pops.
Dump Cherry Poppers. Das ist eine Eisfabrik aus dem Vice City Teil. Die hat hier Ice Cream gemacht. Sonst hat es hier noch. Hier unten hat es O-O-O-T-O-T-O. Wenn es T-O wäre, ein 1 wäre, dann wäre es Programmcode. Aber ich weiß jetzt nicht, was es soll bedeuten. Donorio. Okay, sonst hat es eigentlich nichts mehr Lustiges. 69 hat es hier auch keine. Aha. Aber eben, ich will ja kurz dorthin gehen. Irgendwo hat es hier so einen komischen Gang nach oben. Das ist das Konferenzzentrum. Hier hat es auch, glaube ich, eine schöne Waffe. Eine Uzi oder so. Aber mehr ist auch nicht hier. Ah, noch eine schutzsichere Weste. Eine schusssichere Weste, nicht schutzsichere Weste. Und hier ist, glaube ich, die Uzi. Ah, eine Pistole mit ja. Sag schon. Eine leise Pistole. Schalldämpfer, genau. Schalldämpfer. So. Jetzt ist es doch ein bisschen weiter vorne wahrscheinlich. Nö. Ich weiß nicht mehr, wo das ist. Hier zum Beispiel ein Putzding. Das ist einer der langsamsten Fahrzeuge im Spiel. Ah, etwas werde ich euch noch zeigen. Das habe ich noch kurz Zeit. Wir gehen hier raus. Wenn man raus könnte, hier kann man raus. So. Hier hat es auch irgendwie ein Einkaufszentrum. Sorry. Die FPS gehen ein bisschen runter. Okay, da hat mich nicht erwischt. Das ist jemand anders. Also, jetzt muss ich überlegen, wo das ist. Oh, so. Ist die geflogen. Hier gibt es überall Geschäfte, die auch lustig sind, aber das meine ich nicht. Ich meine diese Nilpferd-Statuen, Müllkübel. Die sind überall. Die sind auch an anderen Orten. Überall. So als würde das irgendein Sammelobjekt sein oder sonst irgendwas. Die fallen mir einfach immer wieder auf. Ist natürlich kein Easter Egg. Aber das ist ein Easter Egg. Sons of a Beach. T-Shirts und anderen Scheiß. Oh, wieder so schöne Strahlen. Wir gehen hier rüber. Hier gibt es zum Beispiel nochmals ein Nilpferdkübel. Hier. Und dann gibt es zum Beispiel hier noch. Also bei GTA 5 ist das Pier hier viel größer. Also dort gibt es sicher auch ein paar Easter Eggs versteckt, die man nicht so offensichtlich findet, aber die auch nicht ganz so spannend sind. Was steht denn da? The Brown Starfish, also der braune Sternfisch, also Seestern. Bar und Grill. Aha.
Ja, eben, hier gibt es nicht viel. Aber wenn man hier untertaucht. Zum Beispiel hier. Also, Rockstar, so etwas muss doch nicht sein, oder? Das ist das Riesenrad, die haben das einfach falsch platziert, dass es unten rausfällt. Hier drüben gibt es auch noch eins, das zeige ich dann später, wenn ich es nicht vergesse. Ungefähr hier. Also hier geht es. Nein. Irgendwo hier ist ein dünner Kanal. Hier. Ich glaube hier ist es. Oder hier. Ein dünner Kanal unter der einer Straße vorbei. Und dort an der Straße hat es natürlich Lampen. Die, ja, eben große Lampen. Und der, die Säule. Also Sockel geht durch die Straße hinunter, durch den Ding. Also man sieht ihn von unten noch ein bisschen und ja, das sollte auch nicht sein. Aber eben, das sind keine Easter Eggs. Eigentlich will ich ja euch Easter Eggs zeigen, aber mir sind halt viele einfach vergessen. Habe ich viele ein bisschen vergessen, aber ich werde alles dann noch weiter zeigen. Und irgendwann haben wir dann alle, also ihr könnt mir da deftig mithelfen. Und jo, können wir noch ein paar Fische zuschauen. So. Also sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich werde hier speichern, damit wir hier gleich weitermachen können. Und ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, wenn auch nicht alles ganz so offensichtlich und schnell passiert ist, aber ja, diese Dampfwalze, die finde ich jetzt auch als Easter Egg, die hat so Zeichen drauf und sie gehört irgendwie gar nicht hierher. Sie hat auch falsche Texturen oder einfach andere schlechte. Vielleicht war es mal irgendwann eine Dampfwalze, die sie aus dem Spiel genommen haben, da haben sie halt nur noch vorne die Walze hingetan oder so. Also, ja, in diesem Haus hat es leider auch nichts Gescheites. Aber wir sehen uns dann das nächste Mal. Dann übrigens auch mit dem CGS Haus. Da gibt es weitere 69er Sachen. Und der Grove Street hat mehr Sachen. Und hier hat Sandy Sucks. Und hier noch irgendwas. Ein Gepäck. Ah, eine Bowling-Ding. Das sind Bowlingkugeln. Genau. Okay, also. Bis zum nächsten Mal und vielleicht sehen wir uns dann noch ein bisschen um. Ich weiß auch nicht. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal.